Rose Fröhlich, echter Patientenfall, darf ich Soße essen, wenn ich abnehmen will? Ihr Lieben, ihr kennt das alle, ne? Es gibt ja Soßen, Ketchup, Mayo, was ist mit Soßen, wenn ich die sozusagen, ne? Hier ist was für eine Sauciere, wenn ich das sozusagen ins Essen reinmache, was würdet ihr sagen? Schreibt mir mal in die Kommentare, hilft Soße beim Abnehmen oder nicht? Was ist da eure Meinung zu? Ihr Lieben, denkt dran, für den ganzen Content, Plus weg, ne? Ihr wisst ja alle, wie das geht. Nicht vergessen. Abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Und jetzt nochmal zum Patientenfall zurück. Also, ich hatte Patienten in der Praxis, die so Thema Grillabend hatten. Und dann war immer wieder die Frage, was ist eigentlich mit Soßen? Darf ich die essen oder nicht? Ne, bei Ketchup wird ja der ganze Zucker diskutiert. Es ist so, Soßen an sich brauchen wir. Und da muss man jetzt auch mal ganz deutlich sagen, was der Grund ist, weshalb wir Soßen überhaupt im Essen haben. Also, wenn eine Soße gekauft wird vom Hersteller, dann ist dort Zucker drin, um die Bakterien zu reduzieren, nicht um den Menschen da draußen zu ärgern, sondern am Ende, damit das Produkt haltbar gemacht wird. Habt ihr schon mal Tomatenketchup selber gemacht? Bisschen frische Tomaten püriert, in den Kühlschrank gestellt, der hält nicht Ewigkeiten. Ne? So, das heißt, wenn ich jetzt Soße kaufe, habe ich erstmal die Struktur, dass das haltbar gemacht wird und es kann eben sein, dass Zucker drin ist. Der zweite Grund ist, Soße brauche ich, um etwas runterschlucken zu können. Also, wenn ich zum Beispiel, würde ich noch mal gerade raus hier aus meinem, jetzt Ketchup habe und das zu einer Wurst zum Beispiel esse, dann ist es dafür da, dass die Wurst geschmacklich einmal eine Struktur bekommt und natürlich ist Soße dafür da, dass ich das runterschlucken kann. Wenn ich zum Beispiel trockeneres Fleisch habe und das gebraten ist, dann huch, so ungehört, trockenes Fleisch habe und das gebraten ist, dann kann ich das, wenn ich zum Beispiel ein Stück abschneide und das in die Soße dippe, nicht nur des Geschmackes wegen nutzen, sondern ich brauche es auch, damit es die Speiseröhre runterrutscht. Also Soße, es gibt ja auch braune Soße, weiße Soße, Käsesoße, Tomatensoße, es gibt Ketchup, Mayo, Grillsoßen, gemixte Soßen, also ne, Leute, ihr wisst ja alles, was man alles kaufen kann oder was man auch alles selber herstellen kann. Und die Soße hat den Hintergrund, dass sie am Ende die Speise zum Rutschen macht. Also zum Beispiel ein Hühnerfrikassee mit einem trockenen Fleisch, mit einer Soße, kann ich halt besser essen. Ne? Schmeckt ja auch besser. Gulasch wird gekocht, braune Soße brauche ich zum Runterschlucken. Und natürlich auch für den Geschmack. Nun zur Abnahme zurück. Also man kann das nutzen, die Menge ist entscheidend. Natürlich will ich jetzt die ganze Berge von Ketchup essen, aber in der Regel, wenn ich jetzt einen Esslöffel oder zwei, drei Esslöffel Soße habe in einer warmen Mahlzeit, hat es überhaupt nicht mehr groß was mit Gewichtsabnahme zu tun. Natürlich ist da ein bisschen Zucker drin, da kann auch ein bisschen Mehl drin sein, aber es macht den Kohl in der Regel nicht fett. Also die Kalorien, die da kommen, ja, können wir darüber diskutieren, aber die Soßen machen gar nicht so einen so starken Blutzuckeranstieg. Häufig ist es die Menge und die Vielfalt und eher sind es die Kohlenhydrate, die ich dann dazu habe. Also Kartoffel, Reis, Nudeln, Bratkartoffeln hatte ich heute einen Patienten. Ne? Der sagte, ja, der isst wie meine Bratwurst und meine Bratkartoffeln und dann habe ich halt eine höhere Menge. In der Regel nicht an Soße, sondern am Ende in der Kombination mit den Kohlenhydraten. Das heißt, die Soße ist nur ein Anteil, zum Abnehmen könnte sie verwenden. Und wenn ich damit eine Eiweißquelle besser essen kann und den Blutzuckerspiegel niedriger halte, dann ist der Effekt von Soße ein positiver Effekt. Und manchmal gehört dazu Lebensqualität auch dazu. Also von daher, wer mag, kann das gerne nutzen. Wer die Möglichkeit hat, versucht Soße so zu produzieren, dass sie selber frisch hergestellt wird. Ein Tipp, man kann Joghurt und Quark mixen oder Frischkäse und Quark zum Beispiel und dann könnt ihr eine Geschmacksrichtung reinmachen. Also zum Beispiel Paprika, Gemüse, Gurke, man kann Paprika-Gewürze reinmachen. Wenn man das ein bisschen mixt, ein bisschen Schuss Öl dazu, dann habe ich schon eine selbstgemachte Soße. Ist ein etwas anderer Geschmack, weil selbstgemacht, aber funktioniert. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Genießt die Soße, wenn sie denn kommt. Habt einen schönen Tag und wenn noch Fragen sind, schreibt mir gerne in die Kommentare. Liebe Grüße!